So, hallo und herzlich willkommen. Nächste Runde geht los. Wir spielen unseren Hunter weiter. Eigentlich wollte ich ja die Bestie wieder rausnehmen. Die hat sich ja irgendwie nicht so ganz bewährt, beziehungsweise ja, der Gegner probiert halt sofort auf sie drauf zu gehen, um zu gucken, dass er halt eben den Twinkle irgendwas bekommt. Ja, ist nicht gerade eine besonders interessante. Eure Seele wird mir gehören. Ja, lass die Jagd beginnen. Ach, alle bis auf den gefallen mir eigentlich ganz gut. Deswegen spielen wir den auch. Gut, den Coiner können wir auch nachher gut gebrauchen. Ja! War schon dabei! Ein Feuerwinkel. Ich meine, wir könnten ihn auch gleich rausnehmen, aber ich denke. Über ich rieche Blut. Können wir fast auch guten Schaden machen. Schauen wir mal. Warum ruft ihr? Muss das sein? Und greift uns direkt an. So. Also ein ganz ekelhaftes Deck. Hiermit kriegen wir ihn weg, den kriegen wir jetzt leider gar nicht mehr weg. Damit würden wir ihn nur stören. Deswegen. Ich frage mich, ob. Komplett auf. Random bekommt Schwein hier. Einmal. Das erste Opfer. Das war's. So. Mal sehen, wie er da dagegen traden wird. Er wird wahrscheinlich den Feuer gegen Schweine nehmen. Gar nicht! Gut, dafür ist er jetzt dran. Komplett da dagegen. Ich würde ihn gern irgendwie wegkriegen, aber das. Ja. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Der mag jetzt gern diese Buff-Strukturen irgendwie. Hierfür bräuchte ich ein Wildtier. Haben wir noch nicht drin. Deswegen. Schauen wir, was wir traden können. Die hier das noch. Erste Opfer. Macht 3 Schaden. Er macht auch nur 3 Schaden. Hier können wir 2 gegen 2 traden. Wir spielen allerdings hier noch. Habe ich meinen Coin? Hui. Ich krieg langsam echt Alzheimer. Den sparen wir uns. Und gehen komplett gegen ihn. So. Also wenn es so jetzt weitergeht, er hat 3 Schaden, wir haben 5 Schaden gegen ihn. Okay, legt diesen Apfel auf euren Kopf! Muss das sein! Der muss natürlich weg. Das ist schon klar. Perfekt. Deswegen spielen wir. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Zack, einmal. Mich lang und mein Schatten ist weg. Und wir haben 4 Schaden liegen. Und nächste Runde könnte es sogar schon knapp werden. 4, 9. Ja. Warum wir müssen ein Wildtier spielen, haben wir. Ich bin ein großer Fan von der Welt. So, 6 Schaden. Wir brauchen ein Wildtier. Wir müssen ihn wegkriegen. Der bringt nichts, der hat nur 7. Den kriegt er sofort weg.
Ich muss meinen Waldwolf wohl opfern. Ich frage mich, ob... Wenn ich hier noch eine Chance haben will... Ach, ich kann ja mit beiden direkt angreifen. Gut geschafft. So. Das ist das Schöne am Jäger. Man kann halt eben auch direkt angreifen. Wir haben jetzt gar keine großartige Spielereien da drin gebraucht. Oh, er hat halt sehr aggressiv gespielt, aber... Ja, es war unstrukturiert von ihm, ein bisschen vom Whisky. Ich hatte jetzt nicht die besonders guten Kartentrops, es waren allerdings immer gute Antworten drin und unsere Überlegenheit war halt drin, weil wir immer ein bisschen mehr Schaden gemacht haben als er. Damit war er halt schneller unten. Ja, ich meine, sein Dämonen-Set hier, der komplette Zoo ausgepackt, das ist natürlich... Ja, kennt man langsam, aber ich brauche noch irgendwie... Ob ich mir eine Treppe noch vielleicht reinnehme, schreibt mir es vielleicht in die Kommentare, was ihr noch empfehlen würdet, wie man das Deck weiter ausbauen kann. Nichtsdestotrotz danke ich euch vielmals fürs Zuschauen, freue mich über ein Like und bis zum nächsten Mal.